Ich habe dieses Jahr viel Reden gehört von den Gräben, die es zwischen den Städten und dem Land geben soll. Existiert da vielleicht ein Graben zwischen Land- und Stadtbevölkerung? Stadt-Land-Graben. Das Thema der linksgrünen Städte, die angeblich das Land bevormunden wollen. Die haben das Gefühl, sie sagen etwas Besseres. Die haben das Gefühl, sie können sich den Fuß abstreifen am Land. Der Stadt-Land-Graben spielt in der Tat bei bestimmten Themen besonders stark. Offensichtlich gibt es in der Schweiz urbane und ländliche Lebenswelten, wo die Menschen unterschiedlich ticken. In solche Lebenswelten will ich eintauchen und mich dem Phänomen Stadt-Land-Graben annähern. Die Stadt Zürich. Ein Anziehungspunkt auch für viele Menschen, die auf dem Land aufgewachsen sind. So wie der Geograf und Politikwissenschaftler Michael Herrmann. Ein Spezialist, wenn es um Stadt versus Land-Fragen geht. Er stammt ursprünglich aus Huttwil im Emmental. Ich bin jetzt etwa 30 Jahre lebe in dieser Stadt und bin das schon sehr städtisch. Aber sozusagen das, was man mitbringt, verliert man natürlich nie. Was ist das? Also ich bin schon gleich die formativen Jahre, oder? Sie bei mir auf dem Land gewesen, so bin ich aufgewachsen. Und dort weiss ich immer noch, wie das immer so geheiss hat. Ja, die Studierten, die kann man eh nicht brauchen. Und sozusagen auf dem Land, da wird noch richtig gearbeitet. Und das in der Stadt sind so ein bisschen komisch. Und dort war die Drogenszene. Ja. Also die Bilder habe ich natürlich alle immer noch im Kopf. Und für mich selber ist, ich bin wie froh gewesen, dass ich weg konnte vom Land. Weil ich dort nur so halb hergepasst habe. Er habe in der Stadt über die Jahre festgestellt, dass es Gleichgesinnte oftmals an den gleichen Ort ziehe. Aber es führt eben dazu, dass sich alle, die gleich denken, gleich aussehen, gleich viel verdienen, am gleichen Ort nachher landen. Ja. Und dass es dann eine Art Sortierung der Bevölkerung gibt. Ja. Und durch das ist es wirklich absurd. Oder? Man hat das Gefühl, alles ist irgendwie so nahe, alles ist digital. Und trotzdem nimmt der Graben immer zu. Auf der Suche nach Spannungsfeldern zwischen Stadt und Land bin ich im Oberwalliser Binntal gelandet. Hier geht es um die Frage, was mit alten Landwirtschaftsgebäuden außerhalb der Bauzone geschehen soll. Diese Frage ist im Raumplanungsgesetz geregelt. Rechtsanwalt und CVP-Politiker Aaron Pfammatter sagt, dass es bei der Raumplanung Differenzen gebe zwischen den, wie er sagt, urban geprägten Bundesbehörden und den Bergkantonen. Das hat auch der Basler Christoph Birkenmeier erlebt. Er wollte hier im Binntal mehrere hunderttausend Franken investieren in den Umbau einer alten Stallscheune. Wer links? Die unterste, da links. Oh! Ja. Von den drei, die man da sieht. Ja. Die unterste. Man kann direkt hinfahren, es geht direkt hin. Ah ja, genau, das geht am Ober. Also, wie gesagt, die Straße existiert. Eine Expertenkommission des Kantons Wallis hat diese Stallscheune außerhalb der Bauzone als schützenswert erachtet. Der Umbau wurde bewilligt, unter strengen Auflagen. Vor Ort ist auch der einheimische Theo Imhof. Er hätte den Stall verkaufen wollen. Hast du Vorfahren gehört, oder? Ja, ja. Ich habe hier vor 50 Jahren noch gehirtet. Da drin. Ah, ja, viele. Die werden noch berührt. Die Eltern waren Bäuer, Landwirtschaft gehabt. Die haben noch viel gehabt. Ja. Aber was wollt ihr eigentlich machen damit? Zu Wohnzwecken nutzen. Zu Wohnzwecken. Ja, ja, klar. Ja. Also von außen unverändert. Von außen wird man nichts sehen. Da sind keine neuen Fenster, keine. Man darf auch den Boden nicht begradigen. Ah. Ich will hier keinen Sitzplatz machen, ich will hier keinen Chalet machen, ich will hier keine Fahnenstange und keinen Grillplatz. Ah. Nein, nein. Ja, das ist aber wichtig, ja. Weil das ist ein Köpfdreh und das will ich auch nicht, weißt du? Es gibt eine örtliche Schreinerei. Ja, natürlich hätte ich es mit denen gemacht. Ne? Ja. Bin kämpft darum, dass der Dorfladen erhalten bleibt. Nicht, dass der, ich meine, wenn kein Laden mehr, ja, natürlich würde ich hier einkaufen. Ne? Ja. Also, ja, klar. Doch die Beamten des Bundesamtes für Raumentwicklung in Bern legten Rekurs ein. Die Stallscheune sei nicht schützenswert. Der Ärger über die Berner Beamten ist hier gross. Nachher ist da ein Geist von der Zentralisierung drin, dass die bis hier in die Gemeinde, bis in einzelne Bausicht, sogar bis in eine Bauzone, jetzt gehen, keine Einsprache machen. Ja, das war früher nicht. Nein, da hat man viel mehr Zurückhaltung gegeben.
Ja. Immerhin ist in der Verfassung immer noch das Raumplanung, eine Sache von der Kantine ist. Das wird immer weniger berücksichtigt. Man hat aber das Misstrauen gegenüber diesen Kantinen, hat das Gefühl, denen müssen wir da auf die Finger klopfen. Und der Geist ist da drin. Und die juristisch vertreten die absolute Extremmeinung. Aber in dem Verfahren hier haben die gesehen, quasi kein Stall eignet sich als Ferienhaus. Das heisst, es gibt gar keine Umnutzung, obwohl das nicht im Gesetz drinsteht. Wenn einer in einer Stadt wohnt, hat er zum Objekt einfach keinen Bezug. Und weiss auch nicht, was man eigentlich aus dem machen kann, für schöne Sachen, ohne es zu verhunzen, deutsch gesagt. Gerade vor allem die Argumentation, dass es eine Bauruine ist. Ja. Das ist einfach keine Wertschätzung mehr. Man sieht, das ist doch gleich, ob das alles kaputt geht. Die Wertschätzung fehlt. Ja. Beim Bundesamt für Raumentwicklung sagte man mir, es sei für den Charakter der Landschaft gefährlich, wenn nicht mehr benötigte Ställe zu Ferienhäusern umgewandelt werden. Man müsse dosiert und umsichtig vorgehen. Auch ihnen gehe es darum, Sorge zur Landschaft zu tragen. Die Zweitwohnungsinitiative hat ja auch gezeigt, dass das Schweizer Volk eigentlich will, dass in den Bergen weniger gebaut wird. Ja. Also, das müssen wir doch akzeptieren. Ja, also wir akzeptieren das auch. Das kannst du ja nicht an. Das ist damals die Karte, das war extrem. Wer hat zugestimmt, wer hat abgelehnt? Aha. Jeder betroffene Kanton hat das abgelehnt, jeder nicht betroffene hat zugestimmt. Jetzt, auch da gibt es sehr viel Interpretationsspielraum, aber auch da ist die nicht betroffene Mehrheit, die über die betroffene Minderheit entschieden hat. Die Gemeinde Binn, die vom Bevölkerungsschwund betroffen ist, hat den Umbau unterstützt. Aber am Schluss gab das Bundesgericht in einer umstrittenen und knappen Entscheidung den Raumplanern in Bern recht. Aus der Stallscheune darf keine Wohnung werden. Darum reagiert man so gereizt darauf, wenn aber die Städter, wie man denen sagt, einschwellend sagen, was hier schutzwürdig soll sein und was nicht. Das ist aus meiner Sicht eine klare kantonale Kompetenz. Ob es wirklich nur die Städter sind, das muss hier offen bleiben. Klarer ist der Stadtlandgraben beim Thema Wolf. Wir sind unterwegs in der Val Lumnezia, dem Tal des Lichtes im Kanton Graubünden. Sie rauf, ist so eine Mauer, und dann müssen sie gerade sofort links. Ja. Während der diesjährigen Weidesaison hatten Wölfe im Kanton Graubünden über 100 Schafe und Ziegen gerissen. Eine Herausforderung für Bauern wie Erwin Derungs. Ja, guten Tag. Guten Tag. Hallo, Christoph, mit dir hier. Erwin. Wie geht's? Gut. Ja. Kann am Mittag essen? Ja, schon fertig. Schon fertig? Wir wären gerne zu Schaf mit. Also die sind der Meier-Saison. Ah. Der Rest ist auf der Alp. Ja, ja. Ein neues Jagdgesetz hätte den Kantonen mehr Kompetenzen gegeben, unter anderem für präventive Abschüsse des Wolfs. Doch das Schweizer Volk sagte letzten Herbst nein. Schau, die Zäune hast du. Dann ist der Aufwand schon viel grösser, seit man 12 hat. Ja, aber wie lange ist das hier? Wir schauen jetzt ja 12. Ja, wirklich stark ist jetzt das dritte Jahr. Ah, vorher nicht so? Ja, sie sind 19. Oh. Das tun wir nur wegen der Wölfe müssen machen da unter Strom da. Ah, ja. Ja. Früher ist das ja nicht mehr. Rund 120 Schafe hat er, ein paar Dutzend hier im Maiensäß. Ja, Tüte. Was heißt denn? Tüte, das ist romanisch. Ja, Tüte, ja. Hast du den Wolf schon mal gesehen? Ich selber noch nie. Noch nie? Ich höre schon viel von anderen, die ihn gesehen haben. Ja. Bis war er im Dorf mal, oder schon mehrmals. Hier unten? Dort hat er schon eine Mutterherde angegriffen. Ah, cool. Haus zu, ja. Ja. Und da ist ein Rudel immer unterwegs. Ja. Ja, was bist du abstimmen beim Jagdgesetz? Ja, schon ja. Ja. Für uns wäre das bitter nötig gewesen, dass es ankommt. Ja. Jetzt sehen sie das Problem dieses Jahr, es wird schlimmer und schlimmer. Ja, ja. Wenn du halt nicht die Probleme wirf, kannst du abschiessen. Sie müssen ja nicht alle abschießen, aber ja, über den Zaun springen. Ja. Aber ich meine, du machst das anscheinend gut. He? Du hast ja, noch keine. Aber das, ja. Du hast ja noch keine Rissacker. Es hat halt schon zwei, drei Wölfe schon über die Zäune gesprungen sind. Aha. Und wenn die halt das anfangen, die bringst du nie weg. Ja.
Das Problem ist, dass das Ruder, das auf der Seite dort ist, dort springt der Vater über alle zu rein. Dann geht er es halt weiter, den Jungen. Das war ja so Stadt-Land-Problematik. Schon ein bisschen. Eigentlich haben sie ja die Medien entschieden, nicht? Schweizer Fernsehen und Blick und die. Die haben ja gegen Bauern geschrieben und für den Wolf. Ah ja. Ja, die Medien haben sie in der Hand. Ja, es wird immer fleissig berichtet über Schafriesen. Ja, aber ein Bild wird noch nie gezeigt, wie es wirklich ist. Ja. Also gerissene Schafe werden nicht gezeigt. Ja. Lieber ein paar Welpen rein, dass alle wieder herzig finden, dass wieder für den Wolf sind. Ja. Aber gesehen, wie es da aussieht auf der Alp oder wo es reisset, das siehst du praktisch nie in einer Zeitung. Aber wie siehst du die Lösung schlussendlich? Ja, bei uns müssen sie einfach die Probleme Wolf können schiessen. Inner und schneller schiessen. Ja. Und dann die paar, wo man. Es gibt ja Haufen Wölfe, die nie etwas merkst, nie etwas hörst. Ja. Die stören uns ja nicht, wenn die da sind. Beim Jagdgesetz haben sie hier in der Gemeinde Lumnetia also verloren. Aber oftmals sind die Landregionen auf der Gewinnerseite. So sagte die Gemeinde im vergangenen Juni klar Nein zu den beiden Agrarinitiativen und vor allem zum CO2-Gesetz. Ein Herzensprojekt vieler Städter. Sag, wie hat das denn mit dem CO2-Gesetz gehabt? Ja, deshalb sind wir schon dagegen gewesen. Wir müssen ja das Auto haben. Aber was war dagegen gewesen? Ja, weil bei uns kommt halt alles teurer mit dem. Die Randregionen, wir müssen, sind halt angewiesen auf das Fahrzeug. Da sind aber die Städter auch nicht zufrieden gewesen mit ihnen. Nein, das schon nicht. Ja. Aber es ist ja der Klimawandel. Spürt ihr hier? Ja, es wächst mehr da, wenn es regnet. Wächst mehr? Ja. Wir haben eher mehr Futter als drinnen. Ja. Ah, das doch, ja. Und wenn es ein bisschen regnet, dann ist eben in der Maisaison noch mehr Ämter. Also, einmal ist ja kaum Ämter. Ah, okay. Das Kulturhaus der Gemeinde Lumnetia. Buonasera. 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 Grazie Fitch per l'invitation. Anzi, grazie che ti vinci. Die Ausstellung «Der Wolf in der Kultur» zeigt das Tier als Faszination, aber auch als Bedrohung. Diese Ambivalenz sollte hier spürbar werden. Anlässlich einer Diskussionsrunde zwischen Einheimischen und Gästen durfte auch ich ein paar Fragen stellen. Inwieweit hat die ganze Schweiz das Recht, mitzuentscheiden, wie wir hier im Bündnerland oder wir im Wallis mit dem Wolf umgehen? Ja, ist es klar, dass die Bundesvorgaben natürlich für gewisse Kantone störend sind. Aber wir haben da in jeder Abstimmung, dass gewisse Regionen überstimmt werden und in einem demokratischen Prozess sich dann arrangieren müssen. Wir haben da keinen Umgang, der sagt, das ist richtig und das ist falsch im Umgang mit dem Wolf. Es gibt so unglaublich unterschiedliche Perspektiven. Unterschiedliche Wirklichkeiten. Und eigentlich hat jeder recht. Oder? Punktuell werden heute Wanderwege aufgeben, weil einfach niemand mehr drin ist. Und das hat nichts mit dem Wolf zu tun. Also, der Wolf wird dann auch zum Sündenbock vom Strukturwandel gemacht. Eine kontroverse, aber kultivierte Wolfsdiskussion. Später sind wir Gast bei Ausstellungsleiterin Anne-Luise Juel. Sie sagt, Kunst könne in diesem Spannungsfeld zwischen Stadt und Land als Brückenbauer dienen. So wie ich jetzt die Debatte verstanden habe, ist ja die Abstimmung vom letzten Herbst ist ja nicht nur um den Wolf gegangen. Und sonst wäre das anders rausgekommen. Ja, das hat man ja dann nachher untersucht, oder? Dass die Leute schon merken, oh, man sollte vielleicht dort irgendwie lockern, dass man regulieren kann. Ja. Und das ist auch das, was ich von meinen Touristen höre, hier im Haus, die in die Ausstellung kommen. Ich schaue ja, dass ich sehr viel Austausch habe mit denen. Und die einen sind so, haben die da Wölfe? Oh, das ist mir gar nicht bewusst. Und wenn man dann darüber redet, dann sehen die schon ein, ja, ihr müsst doch die Freiheit haben, zum euch so einrichten, dass es geht, dass ihr da auch leben könnt. Das kann ja nicht sein, dass nur der Wolf leben kann. So emotional dieses Thema auch sein mag, das Jagdgesetz ist eine Ausnahme. Die Einwohner auf dem Land haben in den letzten 3 Jahren bei Abstimmungen viel öfter gewonnen als die großen Städte. Die Städte haben zu mehreren Initiativen Ja gesagt, zum Beispiel für bezahlbare Wohnungen. Die Landkantone haben diese und andere Initiativen bach abgeschickt. Dennoch halte sich der Aufschrei in den Städten in Grenzen.
Vielfach ehrlich, bei der Abstimmung ist der Ort, wo das Land mehr, also viel häufiger sich durchsetzt als die grosse Stadt. Aber sonst nehmen die Leute natürlich die Stadt als wahnsinnig dominant wahr. Und die gesellschaftliche Trends gehen häufig von der Stadt aus. Und das sagen auch die Leute vom Land. Und das führt aber dann so das Gefühl, die dominieren uns, die wir uns eben vorschreiben, wie wir sie haben. Die schauen auf uns runter. Also darum, selbst wenn in der Politik eigentlich sogar häufiger umgekehrt ist, besteht aber gleich die Wahrnehmung auf dem Land, wir werden nicht so richtig ernst genommen. Diese Gefühlslage lässt sich politisch gut abholen. Im Juni feiert die SVP-Spitze die Versenkung des Rahmenabkommens mit der EU im Kanton Schwyz. Reden tun auch die Städter aus Zürich. Die Freiheit wohnt wieder auf dem Land, nennt Nationalrat Roger Köppel seine Rede. Ihr müsst häufiger auf Bern kommen. Ihr müsst vor dem Büro von der Frau Sommaruga und vom Herrn Berse mit ihr reicheln. Weil in diesen geschlossenen Abteilungen im Bundeshaus sind alle schon mit Toropax auf die Welt gekommen. Und die gehören zum Teil nicht mehr so genau, was da aussen erzählt wird auf dem Land. Die haben das Gefühl, sie sagen etwas Besseres. Die haben das Gefühl, sie können sich den Fuß abstreifen am Land. Und ich glaube, denen müsst ihr mal sagen, wo der Bartli den Most holt. Und wo die Schweiz ist. Also die Treichler. So. Im Wallis spricht der Fraktionschef der Mittepartei Matthias Brege am 1. August vom Stadt-Land-Graben. Er macht sich stark für den Finanzausgleich zwischen den Kantonen und gegen den Wolf. Nach dem Rösti droht nun ein Stadt-Land-Graben. Und damit, meine Damen und Herren, die nächste Zerreißprobe für unser Land. Eine Zerreißprobe, die wir als kleines, wenn auch reiches Land, eigentlich gar nicht ertragen. Wie zerbrechlich ein einzelnes Stöcklein wird, wenn sich das Band der Solidarität langsam löst, erlebt das Goms gerade am Leib der vielen gerissenen Schafe. Was der Wolf im Goms und in anderen Regionen des Oberwalds aktuell anrichtet, ist eine Katastrophe. Das Jagdgesetz, geschätzte Damen und Herren, hätte hier Abhilfe geschaffen. Aber das schwindende Vertrauen, Verständnis zwischen Stadt und Land hat dieses zum Scheitern gebracht. Die Konsequenzen sind leider blutig. Die Bauern im Goms leiden, die Bauern im Oberwallis leiden und hier müssen wir helfen. Am gleichen Tag macht SVP-Präsident Marco Chiesa seine Kampfansage gegen die linksgrünen Städte. Die Luxuslinken und Bevormünder-Grünen in den Städten wollen alle anderen im Land vorschreiben, wie sie denken und leben sollten. Die Luxuslinken und Bevormünder-Grünen leben ohne Bezug zur Realität der meisten Menschen in diesem Land. Mit so einem massiven Angriff auf die Städte, oder? Und müssen einfach das mal umkehren, oder? Das würde jetzt irgendwie, die Städte würde jetzt irgendwie sagen, ja, aber das Land kann man ja nicht brauchen, das kostet nur weg mit dem, oder? Quasi, oder? Das sind alles Schmarotzer. Das ist ja nicht vorstellbar. Und das zeigt ja auch ein bisschen, also wieso kann das so einseitig laufen, oder? Und das hat sehr viel damit zu tun, dass eben die Wahrnehmung die ist, ja, die Städte dominieren ja eh. Und denen, die dominieren, kann man eher eins als Beiginken als umgekehrt. Dabei gibt es auch für die Großstädter sensible Themen, wo sie sich mehr Verständnis erhoffen von den Menschen in den Agglomerationen und auf dem Land. Insbesondere, wenn es um Mobilität und Verkehr geht. Wenn ich hier lebe und mit dem Velo unterwegs war, und ich habe ja alles nahe, oder? Ich muss ja nicht weit, dann ist ja für mich das Auto durchfahrt eher einfach eine Lärmbelästigung. Hingegen, wenn ich in der Agglo lebe und hier reinkomme, oder wenn ich Handwerker wäre und mich hier bewegen will, dann schießt es mich an, dass die hier überall so Hindernisse auf die Straße stellen und mich nicht richtig vorwärts kommen. Die Stadtzürcher grüne Politikerin Gabi Petre ist eine, die zwischendurch gerne Hindernisse aufstellt. Die Geschäftsführerin des VCS Zürich will weniger Autos und somit weniger Parkplätze in der Stadt. Zum Ärger von außerstädtischen Gewerbetreibenden und manchen Pendlern, die freie Fahrt in die Stadt wünschen. Mit ihr bin ich angelangt in der Lebenswelt Großstadt.
Man denkt, da ist Hamburg-Palermo führend durchgefahren. Jetzt ist das eine Quartierstrasse. Sensationell. Da haben wir den Verkehr aussen durch und können dafür sorgen, dass die Straße wieder eine städtische Straße wird. Was heisst denn das, eine städtische Straße? Ja, nur für die Städter. Nein, nein. Ein stoppverträgliches Tempo, wenig Lärm. Auch einfach zum Queren, weil wir leben ja nicht immer nur auf einer Seite der Straße. Wir queren da, ja, gehen posten. Und das ist schon wichtig, dass dann die Straßen auch nicht einfach so eine Trennungswirkung haben. Aber die haben nicht gehören, die wollen in die Stadt fahren. Mal, die dürfen in den Fallfall kommen. Aber wir sind froh, wenn es nicht nötig ist, mit dem Auto zu kommen, dass sie mit der Bahn kommen. Wenn sie jetzt hier vorne schauen, da hat es so weisse Parkplätze. Da können alle her parkieren. Ja. Aber wenn es nachts um 3 Uhr die alle wieder vom Ausgang heimgehen, es braucht nur einen jede Stunde, der die Türen schlägt und mit dem anderen Kollegen umeinander holt. Dann ist fertig mit Nachtruhe. Auf diesen 60 cm am Rand wird man recht abgedrängt. Und von dort muss man einfach, wenn es heikel wird, auch seinen Platz hinein. Wenn die Autofahrer gar nicht verleitet sind, einen zu überholen. An falschen Stellen. Aha. Das ist nicht ein bisschen egoistisch? Nein, nein, nein. Es ist einfach selbstbewusst. Ja. Kopfschütteln. Manchmal habe ich Mühe, dass Leute, die in die Stadt kommen und besuchen und das Gastrecht geniessen, sich ein rücksichtslos verhalten und nicht gewöhnt sind, dass wir hier eine andere Verkehrskultur haben. Ich sage, wenn ich hier in einer Einbahn fahre und dann sind die Velo eben zugelassen in der Gegenrichtung, dann hat es ab und zu auch Leute aus anderen Kantonen. Man sieht ein Nummernschild an, ein Zucker, der sich dann aufregt. Denke ich, du weißt ganz offenbar nicht, dass wir hier fahren dürfen. Und wir arbeiten das gut nebeneinander. Die Autofahrer haben sich angepasst. Ja, aber wir sind ja die, die hier wohnen. Und es ist ja nicht einfach nur ein Ort zum Durchfahren. Es ist ein Ort, wo man auch lebt, oder? Ja. Ihr seid Hausbesitzerin, wohnt in der Stadt, habt eigentlich alles. Ja. Schönes Quartier. Ja. Das soll der Stadtzürcher bleiben, ohne dass die anderen irgendwie noch. Weil die dürfen alle auf Zürich kommen, sollen das mit uns geniessen. Und sollen alles dafür tun, dass es so bleibt. Da haben wir Rechtsvortritt, Vater. Aha. schauen, dass sie nicht quasi ein Störfaktor werden. Na, ab in den Kampf. Auf dem Markt in Oerlikon macht Petri Werbung für den neuen Verkehrsrichtplan der Stadt. Grüezi, Sie können vielleicht auch noch abstimmen in der Stadt Zürich. Weniger öffentliche Parkplätze, mehr Fuß- und Veloverkehr ist Teil davon. Das kommt nicht bei allen gut an. Grüezi, Sie können vielleicht auch noch abstimmen in der Stadt Zürich. Der findet wegen dem Richtplan ein idiotischer Richtplan. Danach hat er keinen Parkplatz mehr. Und jetzt hier haben wir einen Park. Aber ich kann doch nicht in fünf Einkaufstaschen auf die ÖV gehen. Sie leben noch in den 70er Jahren, wo man den Wocheneinkauf einmal macht und das Auto füllt. Aber heute gehen die Leute auch mit dem Velo und zu Fuß. So im sogenannten Transit, wenn sie auf dem Heimweg sind, vom Arbeiten, gehen sie posten. Nein, das ist immer normaler. Nein, es ist bequemer. Ich das also vorschreiben. Eine Massnahme, die das ganze Problem löst. Ist welche? Und das ist ganz einfach. Die verbieten neue Beizen, die verbieten neue Schiffe. Nein, das wollen wir nicht. Theater, nein, nein, wir haben nichts gegen Besucher. Das ist das, was die Leute wollen. Die Leute Geschäft raus, keine Geschäft mehr, keine Arbeitsplätze mehr, nein, nein. Alle außerhalb, da kann man die Zürich. Nein, nein. Gabi Petri setzt sich nicht nur für Velos ein. Aber schon gerade auf dem Weg. Auf ihrer Homepage macht sie sich auch stark für den Wolf und gegen die Jagd. Der Wolf, könnt ihr euch erinnern? Ja, das ist wieso gut. Setzen ihr hier als Frau, die im Zentrum von Zürich wohnt, das kann man für sagen. Den Wolfi? Ja, das ist ein urbanes Element, dass die Leute, die in Städten wohnen, ein idyllisches Verhältnis, fast ein bisschen eine Sehnsucht nach Land haben, oder? Und die Idylle einem einen leichteren Zugang zur Natur ermöglicht. Und Leute, die auf dem Land leben, die haben eher einen nutzorientierten Zugang. Und das eine stört, steht im Weg und das andere kann man brauchen. Und der geht wirklich weit weg von der Parteilinie, wirklich eine Linie zwischen Stadt und Land durch. Vom Bergtal bis nach Zürich bin ich gefahren, auf der Suche nach dem Stadtlandgraben. Dabei habe ich aber die Mitte vergessen, sagt der Politikwissenschaftler.
Also es ist ja typisch, dass man interessiert sich meistens für so, da geht man ins Wallis, so richtig die so urchigen Orte, oder? Und dann geht man hierher. Ja, genau. Und dann hat man natürlich den riesigen Kontrast. Ja. Aber die meisten Leute leben weder hier noch dort. Aha. Und der Stadt Langrab ist in den Polen sehr weit. Also die Polen gehen immer weit auseinander. Ja. Aber dazwischen ist nicht ein Graben, ist nicht ein Nichts, sondern die meisten sind trotzdem dazwischen. Und die geben ja wie auch wieder ein bisschen Kit, ja. dass das eben, obwohl es so auseinanderdriftet, immer noch zusammenhaltet. Also ja. Es braucht immer die Mitte eigentlich. Die Mitte, das sind vor allem die Agglomerationen und die Kleinstädte des Mittellandes. Hier werden Abstimmungen meist entschieden. Heute bin ich in Frauenfeld. Ich möchte an einen Auftritt des Schriftstellers Pedro Lenz. Sein Programm spielt vom Lebensgefühl Mittelland. Pedro Lenz, der Mann aus Langenthal, hat jährlich bis zu 200 Lesungen. Die meisten davon in Kleinstädten und Dörfern. Da spüre er mehr Brücken als Gräben. Interessant ist das. Jeder von einer Kleinstadt kennt die Grossstadt, weil er immer wieder in die Grossstadt muss. Ja. Kino, Theater, essen, etwas schauen, Rolling Stones hören, was weiß ich. Jeder von der Kleinstadt kennt die Grossstadt und kann sich gut bewegen. Drin. Keiner von der Grossstadt kennt die Kleinstadt. Ja. Kein Zürcher geht auf Frauenfeld, anlässig. Oder an ein Kino oder an ein Konzert. Das macht, dass die von den kleineren Orten viel mehr die Verschiedenheit spüren und kennen und merken. Und viel weniger in dieser Blase sind. Heute redet man ja viel von dieser Blase wegen dem Internet, aber es gibt eben auch eine Blase in der realen Welt. Ja, ja. Nämlich die Blase, von, wenn ich in Zürich aufwachse, oder in Bern oder in Basel, dann kann ich sagen, ja, die anderen will ich gar nicht sehen. Ich gehe in einen Club, wo alle gleich sind wie ich. Ich gehe sogar, blöd gesagt, in ein Quartier wohnen, wo alle gleich sind wie ich. Ja. Und in Langenthal ist das gar nicht möglich. Es gibt nicht für jede Subkultur einen Beiz. Manchmal höre ich Leute, die sagen, ja, mit dem von der SVP schnurre ich nicht. Aus Prinzip. Also Künstlerkollegen habe ich das schon gehört sagen. Dann sage ich, Prater, du warst aber nie in Langenthal, weil da kannst du das gar nicht machen. Ja. Weil dann könntest du mit einem Drittel der Leute gar nicht mehr reden. Ja. Und das geht gar nicht. Du kannst nicht in den Beiz und zwei sagen und dem Dritten nicht. Ja. Wir müssen mit allen einen Umgang finden. Das ist ein riesen Vermächtnis, das die Schweiz hat. Die Durchmischung von den sozialen Schichten und von den ideologischen Schichten. Es geht so weit, dass manchmal die Arroganz der Städter gegenüber dem Umland. Ja. Das, was ich gesagt habe. Oder sagen wir, die Urberner, die von Bern sind, ja. Die sind wirklich fest überzeugt, dass es nichts Vergleichbares gibt, weltweit nicht. Ja. Und als ich ihnen gesagt habe, auf Alten, dann haben sie gesagt, ja, aber Alten. Stell dir vor, du bist in Bern daheim. Für mich ist das die Aare nicht. Dann habe ich gesagt, ja, aber du, die Aare, die kommt ja bei uns vorbei, zu Alten. Das haben die gar nicht gewusst. Ich meinte, nach Bern gäbe es die nicht mehr. Aber wirklich, das Erste war die Aare. Ja. Dann sage ich, das ist kein Problem wegen der Aare. Es gibt vielleicht schon etwas, was ich vermisse, aber die Aare sicher. Immer weiterfahren, immer weiter durch das ewige Mittelland, Schweizerland, Agloland, Parkplatzland, Schrebergartenland, Einkaufszentrumland, Siedlungsbreiland, Eternitfassadenland, Teigwaren, Salatland, Raclette, Töffeli, Schüffeliland, Aromat, Streudosenland, Kasperli, Theaterland, Radio, SRF, Eisland, Luftschutzkellerland, Muttertierhaltungsland, Ortsumfahrungsland, Autobahn, Zubringerland, am Brütiseller Kreuz 5 km Stau wegen Verkehrsüberlastung. Und schon fährt es wieder, es fährt einem von selber. Und ich hocke ganz still, wenn die Landschaft nebendurch fährt. Auch wenn Pedro Lenz vom Mittelland und von der kleinstädtischen Schweiz schwärmt, die Formel «gutes Land, böse Stadt» stimme für ihn definitiv nicht.
eben, das ist das Blöde an diesem Ding, oder? Dass man dann wieder schaut, welche sind die Guten, welche sind die Schlechten. Und das ist so eine alte romantische Verklärung, die Idee, dass die vom Land die echten, besseren Menschen sind. Und die von der Stadt, so ein bisschen die Slawiner, oder? Und die Vögel. Und das ist das, was mir nicht passt dran. Aber dass es dort Interessenskonflikte gibt und verschiedene Sachen, dass zum Beispiel einer, der mit in Zürich lebt, mit den perfekten Verkehrsanbindungen eher autofindlich ist, finde ich klar. Also wegen dem kein besserer Mensch, aber auch kein schlechterer. Sondern man sollte sich überlegen, ja, warum fahren die Walliser mehr Auto als die Stadtzürcher? Weil sie andere Distanzen zu überwinden haben, oder? Und nicht, weil sie im Klima weniger Sorge haben wollen, sondern weil sie andere Lebensumstände haben. Und dort sorgfältig heranschauen, wo kann man Lösungen für alle finden. Und dort die Schweiz Tradition. Es gibt tatsächlich Spannungsfelder in der Schweiz. Hallo. Mehr Austausch und Gespräche würden helfen. Dann wird die Schweiz am Stadt-Land-Graben eher wachsen, als dass sie daran zerbricht.